Hey Leute, ja, ich habe euch in dem Video davor gesagt, dass ich noch ein Video drehe und da ist es jetzt so. Und dieses Video hat aber nichts mit meinen Favoritenvideos zu tun oder sonstiges. Es ist ein Haul, aber ein sehr Mini-Haul, denn ich habe nur eine Sache gekauft. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, das ist ein Oberteil. Das habe ich aus New Yorker. Es hat einen sehr schiefen Ausschnitt, aber ich finde es echt schön. Das ist dieses, da drauf steht très chic. Und ich finde dieses Oberteil echt schön. Also es hat einen V-Ausschnitt und der geht echt tief, aber ich finde das echt tolles Oberteil. Und ja, das habe ich mir gekauft und bei New Yorker. Wie teuer das war, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber es glaube ich, es ging eigentlich vom Preis her. Ja. Und das ist das Einzige, was ich mir gekauft habe. Ich bin in letzter Zeit eigentlich in der Stimmung eher, wo ich voll gerne shoppen gehen will. Ich habe gesehen, bei New Yorker und bei Forever 18 und bei sonstigen Läden, Pimpki und ach weiß ich, habe ich so viele schöne Sachen gefunden. Aber meine Sache ist einfach die, ich weiß noch nicht, ob ich mein Geld sparen sollte. Denn irgendwo muss ich noch meine Nägel neu machen gehen. Denn mein einer Nagel ist mir abgebrochen. Und ich muss sowieso auffüllen gehen. Und dann auch ist es auch so, dass ich vielleicht mir ein neues Bearbeitungsprogramm hole. Und bei dem Bearbeitungsprogramm ist aber die Sache, dass es halt Geld kostet. Und es würde halt mein Vater holen, weil ich habe ja schließlich keine Karte, Visa-Karte oder wie auch immer, womit man halt das Geld überweist. Und ja, ich würde ihm natürlich das Geld zurückgeben. Das ist nicht sowas wie, dass er mir das schenkt, sondern dass ich das von meinem eigenen Geld bezahle. Aber wenn er das halt wirklich noch macht, deswegen brauche ich ja dann irgendwo noch das Geld. Aber die andere Sache ist auch die, dass ich selber noch nicht weiß, ob mein Geld reicht dann für meine Nägel. Also die kosten ja immer ein bisschen über 20 Euro. Und ich habe zwar genug Geld, aber ich weiß nicht, ich muss halt gucken. Tut mir leid, das war mein Computer. Ja. Gut, okay. Wie gesagt, das wird das mini-ste Video, was ich je gemacht habe. Aber besser, als wenn ich euch gar kein Video geben könnte zum Angucken, wie auch immer. Denn, ja. Auf jeden Fall habe ich mir das Oberteil gekauft. Und ist von New Yorker. Darauf steht très chic. Und es ist schwarz mit weiß. Da, was da steht, ist weiß. Weiße Buchstaben, so. Und ja, das ist auch das Einzige, was ich mir gekauft habe, denke ich. Ja, an dem Tag habe ich noch ein Radiergummi bei Thalia gekauft gehabt. Das ist so iPod-mäßig gewesen, wie auch immer. Den muss ich euch jetzt nicht zeigen, der ist nicht so wichtig. Ja, okay, gut. Bevor ich jetzt hier so ewig weiterrede und euch das Video viel zu langweilig wird, weil ich wieder nur irgendeinen Scheiß erzähle, sage ich jetzt Ciao und bis zum nächsten Video.